Paula, deine Gäste sind gleich da. Juvatida und Ricardo. Hübsche Frau, ne? Die Juvatida, ne? Boah. Naja, die heutige Gastgeberin ist auch nicht von schlechten Eltern und langsam ist die Dreifachmama sogar aufgeregt. Ein bisschen. Also das Schlimmste für mich wäre, wenn ein Gericht nicht so zubereitet wird, wie der Gast sich das vorher visualisiert oder vorstellt und der Gast dann enttäuscht ist. Rafa und Peter sind mittlerweile auch angekommen. Welche Erwartungen habt ihr? Ich würde schade finden, wenn mal bei der Paula in der bayerischen Küche fertigen Kartoffelsalat und Backersuppen kriegen. Hallo, Paula. Grüß Gott. Guten Tag. Servus. Hallo. Herzlich hallo, willkommen. Die Paula macht eine super Figur im Dirndl. Das wertet das ganze Wirtshaus auf. Und ich glaube, dass die dann ganz schön die Männer hier nervös macht und die gleich noch mehr durchkriegen. Abfundsmerl, gell? Dann würde ich sagen, sucht euch mal ein schönes Plätzchen und ich komme sofort zu euch. Super, gerne, danke. Vielen Dank. Bis gleich. So, Leute, die Burschen da mache ich jetzt fertig. Hoffentlich nicht umgekehrt. Was sagt ihr denn so zum Ambiente im Wirtshaus Gröbenzell? Verschiedene Eindrücke. Ein bisschen bayerisch, ein bisschen amerikanisch vorne, wenn man reingeht. So ein Stilmix. Die Weinlauben, die Deko, das Geschnörkel. Wohl wahr. Hier gibt es eine ganze Menge zu entdecken. Ich bin also mehr für eine kleine Linie. Einen großen Laden würde ich niemals führen auf jeden Fall. Aber gut, wenn die Paula das macht und sie das im Griff hat. Also für mich wäre es nichts. Ihr seid aber auch Jungs. Mal sehen, ob die Mädels heute zusammenhalten. Hier kommen erstmal die Karten. Vielleicht einen Tipp des Hauses? Wir haben heute auch kalten Schweinsbraten da mit frischem Meerrettich. Und wir haben eine ganz tolle hausgemachte Bratensülze. Sehr zu empfehlen. Als die Paula uns die Speisekarte gebracht hat, sie war sympathisch, offen und lächelnder. Ja, sie ist auf jeden Fall eine charmante Gastgeberin und kommt auch gut an, ne? Okay, die Gastgeberin kommt schon mal an. Aber wie sieht's mit den angebotenen Speisen aus? Also die Karte wirkt jetzt mal ziemlich groß, oder? Gemixt, ne? Bruschetta gibt es, Nachos sind auch mit dabei. Burger, Spirits ist auch dabei. Wie du vermutest, hat es auch das amerikanische bisschen mit Burger. Speziell die jungen Leute lieben die Burger. Und es ist auch ein kleiner Stilbruch zur deutschen Küche. Vielleicht denkt sie sich, na komm, den Burger mache ich euch auch hier bei mir. Trinkt das Bier bei mir. Also das ist schon zu verstehen. Paula will endlich loslegen. Die Bestellungen bitte. Aber die stellen die Chefin gar nicht zufrieden. Zwei Suppen zur Vorspeise. Naja, ist jetzt auch nicht so spektakulär. Auch der Ziegenkäse ist wieder aufgetaucht. Den hatten wir auch gestern schon. Ich hätte mir gewünscht, dass ich unseren kalten Schweinebraten präsentieren darf. Oder die Bratensülze, dass sich da jemand dafür entscheidet. Rafa und Peter werfen Koch Silvio beim ersten Gang einen Blick über seine portugiesische Schulter. Wir wollen mal kurz in dein Reich schauen, Silvio. Ist das in Ordnung für dich? Ja, rein spaziert. Bevor es an den Herd geht, checken die Jungs die Qualität der Waren. Lammrücken aus Neuseeland ist jetzt TK-Ware. Würde es auch deutsche frische Ware geben, in sehr guter Qualität. Kann man so nehmen, muss man aber nicht. Muss man aber nicht. Naja, dieses Preisgefüge in dem Wirtshaus wird jetzt auch ein etwas günstigeres sein. Ne? Also da ist jetzt nicht gleich mal Iberico-Schwein und Prime Beef aus Amerika. Ich glaube, die müssen da schon sehr jonglieren mit ihren Preisen, ne? Und auch im Einkauf aufpassen. Was verbirgt sich wohl hinter dieser Tür? Peter, schau mal, das sind die Rippen, deine marinierten Sperrrips. Die sind frisch, das ist gut, ja. Was haben wir da? Das wird wahrscheinlich die Currywürste hergenommen werden. Das sind mit E-Nummern. Kann man direkt vom Metzger beziehen? Ja, oder kann man direkt vom Metzger, ohne dass Antioxidantien drin sind und Stabilisatoren. Ne? Das ist ja auch nicht in Ordnung grundsätzlich. Man muss aber leider auch sagen, dass man nicht davon ausgehen kann, dass beim Metzger immer alles 100% rein ist. Da wird heute auch mit Sachen gearbeitet, was nicht ganz in Ordnung ist. Ne? Silvio kocht bereits seit 3 Jahren im Wirtshaus Gröbenzell und muss jetzt Rede und Antwort stehen. Beim Fleisch seid ihr ja recht heimisch, aber bei den Currywürste oder so seid ihr auch wieder mit Konservierungsstoffe, E-Nummern. Damals haben wir versucht umzusteigen auf die ohne Konservierungsstoffe, Zusatzstoffe und es gab immer wieder Reklamationen, die Wurst schmeckt nichts. Okay. Dann sind wir wieder auf die mit den Stoffen.
Schmeckt es den Leuten besser, wenn der Geschmacksverstärker drin ist. Genau. Ja, wir kaufen viel zu, weil wir haben auch einen Personalengpass. Inzwischen will keiner mehr in der Küche arbeiten. Ist leider Gott so. Und klar, wenn man nicht alles schafft, dann muss man schauen, dass wir die Teller trotzdem präsentieren. Bist du dabei bei der Vorspeise oder was machst ich du gerade? Ich wollte gerade mit der Vorspeise anfangen. Ah ja, super. Ein Obatzer machen wir okay. Jetzt. Obatzer, ja, das ist Fischkäse, also ein Aufstrich aus Käse, Camembert oder Weichkäse, abgeschmeckt, Kümmel, Salz, Paprika und dann einfach zur Brotzeit dazu. Logo der Obatzer darf natürlich in keinem typisch bayerischen Wirtshaus fehlen. Ein Romadur wegen seiner würzigen Geschmack. Ja. Der nimmt sogar zwei verschiedene Weichkäse. Der ist ein bisschen dunkler, der ist ein bisschen reifer. Der andere ein bisschen milder, so fängt das eine das andere ein bisschen auf. Da wird es wiederum eigene Rezepte geben. Also du hast dein eigenes Rezept, Geheimrezept. Genau, man weiß schon, wenn du von Rezeptbuch guckst, dann gelingt dir gar nichts. Wir sind ja keine Apotheker, oder? So ist das. Ja. Wenn man natürlich alles nach dem Bauchgefühl macht, kann schon mal sein, dass Abweichungen da sind. Aber wenn man in der Gastwirtschaft keine Abweichungen nicht mehr akzeptiert, dann muss man Convenience-Produkte kaufen. Da haben wir nämlich keine. Der ursprüngliche Obatzer war eine Art Resteverwertung. Überreifer Käse wurde mit Butter und Gewürzen wieder schmackhaft gemacht. Wie viel Gramm tust du jetzt da rein von dem Frischkäse? Ich schaue jetzt mit 250, da wir halbe Kilo Brie hatten. Neben dem Frischkäse kommt noch die Butter dazu. Na, wo hakt's denn? Ja, es ist alles kalt. Ja. Es gibt den noch muss man vielleicht ein bisschen stehen lassen, dass er, wenn er wärmer wird, geht er besser. Gell? Wenn das ein Obatzer ist oder Obatzer mit T, dann ist das geschützt sogar. Ne? Das gibt es nur mit der Bezeichnung in Bayern. Also du kannst das genauso machen, in Baden-Württemberg. Ne? Musst es aber anders nennen. Ist auch geil. Ne? Zur Mischung aus Brie, Romadur und Frischkäse kommen noch Knoblauchöl, Paprika und Kümmel. Das jetzt einfach schön vermengen. Und jetzt die Krönung. Machen wir noch ein bisschen Weißbier rein. Das Weißbier hat natürlich noch mal eine eigene Würze. Und das gibt es natürlich auch an den Obersten ab. Dazu macht es auch noch ein bisschen cremiger und lockerer. Genau, stimmt. Weißbier. Das habe ich eigentlich auch schon mal gewusst. Stimmt. Jetzt probierst du mal das Weißbier und ich probiere mal den Obatzer. Na, was sagst du, Peter? Na, ist wirklich sehr gut. Kompliment. Kannst dich wirklich freuen. Die Erwartungen am Silvio sind natürlich schon hoch. Wir sind hier in Bayern. Er ist der Koch in einer bayerischen Wirtschaft. Wir wissen, wie die Sachen gehören und sein müssen. Ich bin aufgeregt, ich will, dass alles passt, dass alles perfekt ist. Also heute darf sich hier keiner irgendeinen Fehler erlauben, sonst. Auweia, ganz schön streng, die Paula. Jetzt sollte also nichts schiefgehen. Die Pfannkuchensuppe hat sich Juvatida bestellt. Die Leberspätzlesuppe lässt sich Peter schmecken. Hoffentlich ist das alles frisch. Ich hoffe nur, wenn da irgendein Industrieprodukt jetzt Brühe oder sowas ist, das merken die Burschen. Das Wirtshaus Dreierlei, also Obatzer, Wurstsalat und Griebenschmalz, geht an Rafa. Und Ricardo hat für sich den Ziegenkäsesalat geordert. So habe ich mir vorgestellt, doch? Die Brühe riecht gut. Hola. Tschüss. Was hat er denn? Hat sich da etwa schon einer einen Fehler erlaubt? Kannst du mir 12 bitte bringen für die Suppe? Ach Gott, Verzeihung. Bin unterwegs. Ja gut, das sind so kleine Flüchtigkeitsfehler, die passieren, wenn man nervös ist, ne? Schätze ich. Ne? Oder vielleicht, weil das das Haus eigentlich gar nicht vorgibt. Die haben ja eigentlich ihre Humpen in der Mitte. So, bitte sehr. Und verzeiht mir meinen Fauxpas. Vielen Dank. Du musst immer vorher entdecken, bevor die Gerichte serviert werden. Das ist immer eine Regel. Während sich die Chefin ärgert, widmen sich die Mitstreiter den Vorspeisen. Vieler Salat ohne Ende wieder. Ja? Sauce für Salat an die Berge und zwei Ziegenkäse da oder egal was. Ja, dann also optisch nicht schön. Das ist riesig, ja. Viel Salat, eigentlich gesund, oder? Ja, schon, aber kann ich zu Hause essen. Okay, Ricardo, dann konzentrier dich doch einfach auf den Käse. Ziegenkäse, Scheibe vom Grill mit so frischen Thymian drauf. Und ich denke, es ist ein Hauch Honig drauf, weil der hat eine süßliche Note. Ich probiere mal jetzt. Ja. Geschmack ist gut auch, also so wie ich kenne im Prinzip auch. Rafa, wie mundet dir dein Wirtshaus Dreierlei? Für eine kleine Portion finde ich es echt mächtig. Das waren zwei Kugeln Griebenschmalz, zwei Kugeln Obatzen.
und die Schüssel Wurstsalat dabei. Wenn ich sag, danach noch eine Hauptspeise essen müsst, wäre ich eigentlich schon satt. Das ist halt so ein kleines Potpourri aus Bayern. Ne? Das ist halt auch gut gemeint, schätze ich. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Leute dann eher als Hauptspeise essen würden. Der Oberarzt, den wir in der Küche gemacht haben, der ist super geworden. Mhm. Der schmeckt. Das Kriebenschmalz. Schmeckst du das? Oder? Schmeckst du? Doch, schmeckt er doch. Ja. Ein bisschen Crunch. Mhm. Die Krammeln, eigentlich, die sind doch ein guter Aufstrich. Passt zu dem Oberarzt. Das muss ich sagen, das passt eigentlich so. Bis okay. auf die Größe. Okay. Stehen noch zwei Bewertungen aus. Wir hören. Tja, bei der Suppe bin ich jetzt gespannt. Generell ist die Einlage toll, was drin ist, gehört alles in diese Suppe rein. Die Brühe schmeckt soweit gut, aber sie ist doch relativ salzig. Wie ist deine Brühe? Das ist genauso wie deins. Ja? Empfindest du es auch zu salzig? Auch zu salzig. Das war nicht meine Suppe, die ich erwartet habe. Das gibt Punktabzug. Noch sind Paula und ihr Koch Silvio guter Dinge, wenn auch mächtig angespannt. Wie schmeckt es euch? Gut, also die Brühe, du bist vielleicht gerade aktuell verliebt, Silvio, ich weiß nicht genau, aber ein bisschen viel Salz ist drin. Ansonsten aber, was die Einlage war, war das sehr, sehr gut. Die Leberspätzle haben genau die richtige Konsistenz gehabt. Die Suppe hat die richtige Temperatur gehabt. In der Summe war es schmackhaft. Also ich muss dazu sagen, die Suppe bei uns ist generell recht salzig, weil wir auch sehr viele Biertrinker da haben, die es gern sehr zünftig wollen. Das kann ich nicht zählen lassen, so, weil man kann natürlich die Suppe nachwürzen mit Salz und hat dann auch eine salzigere Suppe. Genau. Danke, Peter. Bin ich bei dir. Das kann man doch nicht als Erklärung wirklich abgeben, oder? Ich persönlich finde es auch ein Tick zu viel des Guten. Aber wir haben oft das mal von Damen speziell die Aussage, dass es doch etwas. Die Herren nehmen es besser an, sagen wir mal so. Ja, aber auch Männer mögen nicht salziges Essen. Darf ich das vielleicht mal sagen? Das tut mir wirklich leid, das sollte nicht passieren. Aber ich werde schon aufpassen, dass es nicht nochmals vorkommt. Ja, das mit der Suppe ist mit Sicherheit gerechtfertigt. Die geht nämlich tendenziell oft eher in die zu würzige Richtung. Die Köche haben die bemühen auch sich, um sein Bestes zu geben. Aber klar, jeder Mensch mag Fehler. Beim Hauptgang gilt es jetzt, ordentlich Punkte einzustreichen. Juvatida und Ricardo zieht es in die Küche. Was machst du gerade? Ich wollte gerade eben anfangen, die Marinade für unsere guten Spare Ribs zu machen. Oh. Super. Die guten Spare Ribs also, mit guten Zwiebeln natürlich. Ist das normale Öl? Das ist der Rapsöl, ja. Muss nicht Olivenöl oder irgendwas? Kann auch sein. Klar. Aber dann ist der Geschmack ein bisschen anders. Anders, okay. Ein ganzes Zwiebel, ja. Und welche Gewürze benutzt du für die Marinade, Silvio? Ich mag ein bisschen Korianderpulver, gemahlene Kümmel. Ich finde persönlich für mich kein Pulver. Wenn frische Kräuter auf dem Markt zu kaufen ja. sind, also sollte man frische Kräuter kein nehmen. Pulver. Ne? Jetzt nicht gleich alles vorverurteilen. Also ich habe auch gemahlene Gewürze und die verwende ich. Hier geht es um eine Marinade. Das würde ich jetzt einfach mal abwarten, was das denn wird. Warum nimmst du die Pulver und nicht die frische Koriander? Persönlich, ich mag den Geschmack von frischer Koriander nicht. Erst wenn uns schmeckt, schmeckt die Gäste auch. Wenn es so einfach wäre. Und was kommt als nächstes? Wie jetzt eine Cola? Cola? Bisschen Cola, ja, wie in der Barbecue-Sauce. Cola war ich echt geschockt, muss ich sagen. Kenne ich nicht. Ja, braucht man nicht geschockt sein. Gibt einige Barbecue-Rezepte auch mit Cola. Also. Vor allem in den USA ist diese Kombi gar nicht so ungewöhnlich. Riecht schon gut, oder? Das riecht schon nach Zwiebeln, Koriander, ja. Wir machen ein bisschen Barbecue-Sauce rein. Ich finde es unprofessionell, dass er Fertigprodukte verwendet. Den Geschmack soll ja auch frisch sein. Und das, wenn er Fertigprodukte nimmt, dann schmeckt man auch raus. Da muss ich sagen, also Barbecue-Sauce in dem Hause, das ist mir eigentlich schon fast klar, dass sie es nicht selber machen. Ne? Dann noch mal richtig dann weiterhin. Noch ein bisschen Ketchup rein. Ketchup. Zur bislang süßlich-zwiebeligen Note kommt jetzt noch was Scharfes obendrauf. Ein bisschen Grobenpfeffer, also Steckpfeffer. Mhm. Als nächster Schritt machen wir ein bisschen braune Zucker rein. Braune Zucker. Und Toni. Bei der Menge 40-50 Gramm. 40-50. Okay. Aber du wiegst nicht ab, ne? Kann ich mal fragen, bitte? Ich hab Gefühl, ja. Da würde ich auch Rezepturen mir angewöhnen, weil dann schmeckt es wirklich einen Tag so, ne?
Kann man fragen, warum brauner Zucker rein, nicht normaler Zucker? Warum? Weil der braune Zucker viel besser einschmilzt, und besseren Geschmack bringt. Okay. Genau. Okay. Jetzt machen wir auch einen Schuss Honig. Es ist aber ein großer Schuss. Achtung, Silvio, nach den versalzenen Suppen ist weniger mehr. Die Soße musste jetzt bis morgen ruhen, dass der Geschmack so wirklich abgerundet ist. Keine Sorge, Silvio hat da schon mal was vorbereitet. Das ist der Endprodukt, der schon gezogen hat. Mhm. Okay, eine Nacht. Genau. Probiert bitte mal. Dankeschön. Na, wie schmeckt es euch? Obwohl er nicht die Zutaten da abgewogen hat, hat er richtig getroffen dann. Ja. Ein Glück. Die Spirits. Also wo kommen die her? Also die Spirits? Die sind regional von unserem Metzger. Okay. Und werden jetzt ordentlich getränkt. Ist das original amerikanische Rezept oder Stil? Nein, das wurde von uns im Wirtshaus selbst entwickelt. Aber die Basis ist amerikanisch? Die Basis schon, aber ihr habt ein paar wir haben die Rezeptur so weit geändert, wie es wir gemeint haben. Okay, wir haben was Eigenes, die auch gut schmeckt. Jetzt, wo die fertig mariniert sind, die können wir direkt in den Ofen schieben, in Kombidämpfer für ca. 45 Minuten, 170 Grad. Guter Tipp ist auch, vorher mariniert und ganz kurz dämpfen mit der Marinade und erst dann ein bisschen auskühlen, dann ein bisschen Marinade drauf und dann ins Backrohr. Dann ist auf jeden Fall sicher, dass die Knochen so rausziehbar sind. Ne? Paula hat sich für heute einiges vorgenommen. Die Gastgeberin steht unter Druck. Jungs, Chicken! Jawohl, Chef! Bitte. Scheiße. Burger kommt 2 Minuten später. Nervosität baut sich auf. Die Mitstreiter hingegen sind entspannt. Holla, die Waldfee. Die Hauptspeisen. Spare Ribs mit Pommes und Krautsalat will Peter genießen. Der Schweinebraten mit Knödel geht an Juvatida. Und den Krautsalat haben sie nicht abgeändert. Gut, schade. Für Ricardo gibt es Steak von der Rinderlende und Pfeffersoße extra. Rafa kann sich auf den Bacon Cheddar Burger freun. Der Burger Bun, den kenne ich. Den kann man im Großmarkt kaufen. Das ist kein Bäckerhandwerk. Also beim Burger würde es mich jetzt nicht wundern, wenn es vielleicht bemängelt wird, dass es jetzt ein Fertigprodukt ist, das wir benutzen. Ach, sie sagt es auch. Hey, ich hab's gerade so gesagt, das stimmt. Dann lasst es euch schmecken. Wer rückt als erstes mit seinem Feedback raus? Sieht sehr gut aus. Also auch Medium? Ist schon Medium, also eher weniger. Das ist jetzt ein ganz kleinen Ticken vor Medium, sage ich jetzt mal. Aber mir ist es lieber so, als wenn so eine Schuhsohle kommt. Ne? Aber es ist nicht optimal Medium, das stimmt. Wie schmeckt es dir? Also Geschmack ist sehr schön. Ist es weich oder eher zäh? Nee, es ist schon weich. Ja. Es hat mir geschmeckt, eventuell. Ja. Es war gut abgewürzt. Kräuter waren drauf, ein bisschen Salz auch. War also schon okay. Schon okay, also. Das geht noch besser, oder, Juvatida? Also, ist schön krostig, wie Schweinebraten sein soll. Eine feine, leichte Soße, leichte Duft von der Bratensoße. Bratensoße. Also ist wirklich sehr gut. Auch die Beilage mit, probiere ich mal kurz. Der Semmelknödel ist hausgemacht, der Kartoffelknödel nicht. Schön weich, schön fluffig. Merkt man, dass es hausgemacht ist. Und den Kartoffelknödel. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Juvatida auch nicht rausschmecken wird, dass der Kartoffelknödelteig nicht in diesem Hause gefertigt wurde. Auch super. Siehste, sag ich doch. Und die Kraut, die Sauerkraut, genau. Die Juvatida lebt hier ewig schon. Ne? Also die wird wissen, was ein bayerischer Speckkrautsalat bedeutet. Und das wird sie nicht durchwinken. Super. Also nicht so viel Essig. Gut. Für Sie sind Ihre Punkte. Da hat die Paula ja Schwein gehabt. Ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich bin zufrieden mit meinen Schweinebraten. Okay. Und bei dir, Peter? Meine Spare Ribs sind durchweg gut. Die Marinade ist super würzig. Ich habe noch extra ein Schälchen
Marinade hier. Ich sehe da drin auch Senfkörner. Es schmeckt also sehr rauchig auch. Ist die perfekte Marinade für Spare Ribs. Genauso habe ich sie mir vorgestellt. Nur, ich sehe eines. Die Knochen fallen in keinster Art und Weise sauber raus aus dem Fleisch. Wenn Spare Ribs richtig gegart sind, ist der Knochen so sauber, als nicht ein Fitzel Fleisch. Die kann man so mit der Gabel so rausheben und weglegen. Das ist ganz wichtig bei Spare Ribs. Und das Fleisch lässt sich auch gut von den kleinen Rippen lösen, was auch ein gutes Zeichen dafür ist, dass es langsam und schön gegart wurde. Das Fleisch ist butterweich. Ja, das ist fein, aber du musst noch zu viel schnippeln mit dem Messer. Ein Beilageteller wäre vielleicht ganz in Ordnung, wo man die Knochen weglegen kann, wo man das Fleisch schon runtergeschnitten hat. Das ist vielleicht der einzigste Kritikpunkt, den man jetzt anbringen kann. Am Gericht selber kann ich aber wirklich nur sagen, dass es absolut gelungen ist. Peter ist happy, Rafa nicht so. Also ab in die Küche zum Koch und der Chefin. Was ist denn falsch an deinem Bacon-Cheddar-Burger? So, Paula, Silvio. Wenn wir hier einmal den Burger, den wir bestellt haben. Ja. Ein bisschen enttäuscht, weil mir angeboten ist Medium. Mhm. Leider war der tot gebraten. Nicht mehr so saftig. Ja. Ich gebe den Burger nie Medium raus. Das ist der Hackfleisch, das tief gefroren war. Und du darfst dann nicht mehr roh oder auch groß. Oder Medium rausgeben. Genau, die musst du dann durchgegart rausgeben. Macht einfach geile Patties selber oder vom Metzger euch die Mischung anfertigen lassen. Und nicht diese kleinen, dünnen, fertigen Fleisch-Patties kaufen. Wäre auch optisch natürlich einfach ein Highlight, wenn es nicht so ein rundes Patty wäre, sondern einfach ein bisschen. Ja, man sieht ja, dass es selbst gemacht ist. Wiederum steht drin, dass der Bacon crunchy sein sollte. Mhm. Und da es eigentlich mehrere Methoden gibt, den Bacon richtig crunchy zu machen, war ich ein bisschen enttäuscht, dass der nicht so knusprig war. Das mit der Speck, es kann sein, darf ich? Ja. Dass das Problem war, dass Soße auf der Deckel ein bisschen eingeweicht hat. Also ein Crunchy Speck ist jetzt keine Kunst. Ne? Sie haben einen großen Ofen da kann man das einfach kann man den ausbacken. Ja? Dann kann man die ja einfach, wenn man auf Halde produziert, dann kann man die ja einfach in luftdichte Gefäße verschließen, ne? Nach oben legen, wo es immer trocken ist. Dann hast du täglich deinen Crunchy Speck. Na gut, dann sage ich mal danke. Und ich freue mich dann schon auf die Nachspeise. Wir ärgern uns auf jeden Fall. Denn gerade Burger, da wollen wir wirklich mitmachen. Und wir wollen auf diesen Zug aufspringen mit Burgern und wollen rausfinden, was will der Endverbraucher, was will der Gast, was erwartet er. Und das Niveau ist mittlerweile draußen so hoch, also man muss da wirklich Gas geben, um mithalten zu können. Beim Amerikanischen würde ich einfach originaler kochen. Ne? Der Burger ist jetzt komplett durchgefallen. Bei den Rippchen haben sie Glück, der Peter feiert sie. Ich würde sagen, da geht noch was, die kriegt man noch ein bisschen besser hin. Kommen wir zu Gang Nummer 3 und somit zum süßen Finale im Wirtshaus Gröbenzell. Für Peter ist das heute schon der zweite Küchenbesuch. Ich wollte gerade eben einen Apfelkicker für euch machen. Apfelkicker? Magst du helfen? Okay. Zuschauen? Ach Gott, der Klassiker, Apfelkicker. Wir fangen an mit, machen einen Bierteig. Ein Bierteig, ja? Genau. Okay, also du trennst jetzt mal die Eier, das genau. Eigelb und den Dotter. Genau. Und wirst wahrscheinlich dann im Anschluss das Eiweiß ausschlagen, ne? Genau. Ja, so einen schönen Bierteig zum Ausbacken kann man für verschiedene Sachen nehmen. Einfach Apfelringe, Fruchtsachen, ne? Kannst auch Gemüse. Ausbackteig mit Bier machen, für Gemüse zum Beispiel, ne? Also universell einsetzbar. Mag ich ein bisschen Zucker. Wie viel Zucker tust du jetzt rein? Ich mag grundsätzlich pro Torte einen kleinen Esslöffel, so wie auf den. Also pro Portion. Und jetzt, Thomas. Legst du auf? Im Anschluss kommt dann natürlich noch der Namensgeber des Bierteiges dazu. Schäumt schon mal ordentlich. Jetzt mag man Mehl. Mehl, dafür ja. Habe ich kein Rezept. Ich mag es immer, bis ich die gewünschte Konsistenz habe. Machst du alles nach Gefühl wahrscheinlich, oder? Genau. Ja, also Rezepturen sind schon wichtig. Also mir zumindest bei Desserts, aber nicht bei einem Ausbackteig. Also da weiß ich die Konsistenz, das kriege ich ohne Rezept hin. Ja, du schon, Mike. Silvios Suppen waren allerdings vorhin ordentlich versalzen. Hoffen wir mal, dass das beim Dessert jetzt besser klappt mit dem Gefühl. Et voilà. Der Eischneetrick. Mal schau. Wenn's nicht auf die Birnen rutscht, dann hält er und dann ist er richtig. Ne?
Und jetzt macht man es ja nicht nur rein und rührt um, sondern man hebt den Schneeschaum leicht unter. Man hebt es langsam runter. Genau, damit es jetzt eine homogene Masse wird und einfach die richtige Konsistenz bekommt. Würde man jetzt einfach wild nur mixen das Ganze, dann würde das nicht funktionieren. Genau, also man belässt es dabei, indem man jetzt nicht die Luft zusammenschlägt, indem man einfach wieder wild reinhaut, ne? Sondern schön langsam unterheben. Was hast du denn da für einen Apfel genommen? Das ist der Boskop. Boskop, das ist das Beste dafür. Ja. Der Boskop eignet sich sehr gut dazu, ist ein schöner, fester Apfel, hat einen guten Geschmack zwischen Süße und Säure. Aber der steht in keinem Handbuch, es muss kein Boskop sein. Häufig werden mittlerweile bei der Zubereitung auch die Apfelsorten Braeburn oder Elster verwendet. Temperatur von der Fritteuse, wie heiß muss die sein, dass das funktioniert? Ich habe die immer bei 180. Ja, wenn es zu heiß ist, würde der Teig außen verbrennen und innen ist es aber noch gar nicht gar. So ist das. Ja. Aber 180 finde ich zu hoch, dann wird der Ausbackteig zu schnell dunkel von außen und der Apfel innen, der soll ja ein bisschen mit garen. Ja? Der soll ja nicht so hart sein, als wenn ich ihn roh esse. Also 160. So, jetzt legst du das ein in den Fritteuerkorb. Das heißt, dass der Teig gut geworden ist, der schwimmt gleich. So ist es. Da haben wir schon die schöne Bräune. Ne? Ach, schau, die gehen auch schön auf, ne? Siehst du? Also die sind auf jeden Fall top. Ja, okay. Jetzt noch 2-3 Minuten und die sind durch. Die Jungs, ne, die haben irgendwie alle dasselbe Tempo beim Sprechen. Ne? Oh, ne. Und dann kommt hier Quietscheentchen, ne? Paula. Ich glaube, die weckt die jedes Mal auf. Ne? Womit du recht haben könntest, Mike. Die Wirtshauschefin hat ihm eine Menge Temperament und ordentlich Power. Oh la la. Wir beginnen mit den hausgemachten Apfelküchern. Das Dessert. Die Apfelkücher gehen an Juvatida. Molleu au Chocolat, also der kleine Schokokuchen mit Vanilleeis und Sahne, ist für Ricardo. Eis mit heißen Himbeeren hat sich Peter geordert. Und das Tiramisu soll Italiener Rafa den Abend versüßen. Dankeschön. Danke, Paula. Paula, danke. Sehr gerne. Guten Appetit. Die letzte Runde muss jetzt noch mal ordentlich Punkte bringen. Ist der selbst gemacht, der Schokokuchen? Wie schmeckt's euch denn? Ciao. So. Läuft die Schokolade drüber, ja? Läuft die Schokolade. Also ich kenne mal auf das. Heiße Liebe. Sehr heiß und sehr gut. Selbst wenn es ein gekauftes Produkt ist, ist es auf alle Fälle ein höherwertiges Eis, das sehr vanillig schmeckt. Bei den Himbeeren bin ich mir nicht sicher, ob das frische Himbeeren waren oder ob es TK-Himbeeren waren im Vorfeld. Aber sie schmecken auf alle Fälle gut. Die Himbeersoße aus tiefgekühlten Himbeeren zu machen, ist völlig in Ordnung für mich. Wirklich. Die sind super, haben tollen Geschmack. Aber dann nur mit frischen Himbeeren so dekorieren, ist für mich okay. Juvatida, was sagst du zu deinen Apfelküchern? Top oder Flop? Apfel ist richtig heiß innen und der Teig auch super luftig. Also ein Traum, ist wirklich so Explosion Geschmack in mir gewirkt. Die Augen wieder gekostet. Oh ja. Vanilleeis noch dazu. Weil der Apfel innen ist auch noch ein bisschen sauer. On top ist dann natürlich Schlagsahne. Da gehen die Augen zu, ne? Also wirklich ganz toll. Klingt nach 1 mit Sternchen. Ricardo, kann dein Schokokuchen da mithalten? Ich denke, ich habe wieder gut bestellt heute. Mhm. Die Konsistenz ist gut, der Geschmack ist super. Schokolade läuft ein bisschen runter. Eis genauso gut. Paula musste heute schon Kritik einstecken. Nach dieser Runde auch. Wie ist denn die Resonanz zum Dessert? Also bei der Tiramisu, oberen Löffelbiskuit war ein bisschen trocken. Oben haben mir die Creme leicht gefehlt. Und es war etwas flüssig für dich. Ricardo, du bist echt Italiener. Wenn man Löffelbiskuit in Schichte reintut, dann muss man obendrauf bitte auch eine Schicht von Mascarpone-Creme machen, damit zudecken kann. Und kann also die Feuchtigkeit den Löffelbiskuit anziehen. Und dann hast du dann diese schöne Konsistenz dann, ne? Ich persönlich finde es ganz gut, dass das nicht so matschig ist. Ich finde, es schmeckt ein bisschen, hat ein bisschen mehr Biss. Ich finde, dass sie auch sich immer rausredet, was ich nicht schön finde. Aber ich habe mir schon gedacht, dass es vielleicht nicht jedermanns Geschmack treffen könnte. Und die Resonanz ist durchweg also auch gemischt. Also, weil derjenige, der ein klassisches Tiramisu kennt, für den ist es vielleicht teilweise ein bisschen
unerwartet. Ich verstehe nicht, warum es jetzt so anbietet, obwohl es anders kennt. Also das Dessert steht in der, im Gespräch, in der Diskussion. Die Hälfte versteht es nicht. Also ändere ich das. Drei Gänge hat Paula ihren Mitstreitern serviert. Jetzt gibt es dafür die Rechnung. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns morgen. Was denkt die Münchner Runde über die Gesamtsumme? 143,70. Das sind mehr als 25 Euro pro Kopf, ne? Ja. Für drei Gänge. Für drei Gänge. Okay. Können wir ein Kind auch mitnehmen? Können wir nicht die ganze Fußballmannschaft mitnehmen? Können wir mit dem ganzen Team hier. Also meine Wünsche an Sie, dass Sie auch wirklich noch mal Ihre Handschrift noch mal verfeinern. Klare Linien. Ich bin die Paula. Ich betreibe dieses Wirtshaus. Ich möchte das so haben. Tyvertida bringt es auf den Punkt. Und ich glaube, das kann Paula sich wirklich erlauben. Sie ist eine ganz tolle Person. Sie hat ein unglaublich tolles Auftreten. Vielleicht liegt sie auch an den Köchen. Vielleicht muss sie da mal draufhauen. Ich weiß es nicht. Wenn ich mir heute selber Punkte geben würde oder dürfte, würde ich mir 7 Punkte geben. Nur? Ja, also ich möchte nicht zu überheblich sein. Also um 10 Punkte erreichen zu können, hätte ja wirklich jeder Gang 100%ig perfekt sein müssen. Also ich ziehe mir selber bei jedem Gang einen Punkt ab. Ich finde, dass die Paula ja wirklich ganz, ganz realistisch denkt. Ne? Also sie schätzt sich da ganz, ganz gut ein, glaube ich jetzt hier vom Stuhl mit 7 Punkten. Dann fragen wir doch einfach mal die Konkurrenz. Wer gibt 7 Punkte und wer vielleicht sogar mehr? Ich gebe die Paula. Und im Wirtshaus im Gröbenzell. Acht Punkte. 7 Punkte. 8 Punkte. 7 Punkte. Insgesamt faire 30 Punkte für Paula. Damit bleibt das Wirtshaus Gröbenzell hinter Peter zurück. Morgen gibt Rafa sein Können zum Besten. Bei ihm gibt es italienisch-internationale Küche. Ist das eins der besten Nudelgerichte, die ich je gegessen habe? Boah, alter Schwede, hä? Was für ein Kompliment, oder? Absolut. Doch Rafa kann nicht alle überzeugen. Ich stelle mir jetzt natürlich die Frage, weshalb er das Steak dennoch rausgeschickt hat, obwohl er weiß, dass die Garstufe überschritten war.